Dann verabschieden wir uns mal von hier und wollen wir uns gleich auf den Weg machen oder gibt es noch etwas zu erledigen? Wir haben ja ein, zwei Sachen im Sumpf verloren. Unter anderem anscheinend alle unsere Wasserschläuche. Das ist nicht so gut. Talana fehlt auch noch eine Decke, das eine Amulett fehlt, aber das müssen wir wohl verkraften. Sonst haben wir genug Pfeile, haben wir genug Zaubertränke? Nö. Also so brauchen wir jetzt nur einen Krämer für eine Decke und 6 Wasserschläuche. Walrude Hessoch. Walrude ist ja auch ein sehr skurriler Name. Aber passt hier zu den Torwallern. Was haben wir hier? Meister Heimermund. Wir hätten gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wasserschläuche. Nanu? Ah, da. Und eine Decke. Da wird auch nicht gefeilscht. Ich sagte, da wird nicht gefeilscht. Das kommt gleich so mit. Jeder bitte nur ein. Die können einfach unten neben den Decken. Damit das einigermaßen einheitlich ist. So. Ja, gib mal die Sachen, die du nicht so wirklich brauchst, einfach an Quinlan. Den da zum Beispiel brauchst du auch nicht. Hast du wieder mehr Platz für deine Kräuter? Girogon hat Tirik braucht noch. Mürrim hatte eine... Oh, Mürrim ist überladen. Oh, 14 Pakete Essen. Schmeiß davon mal 8 weg. Dann kann das noch dahin. Jetzt hast du genug Platz. Genau. Was war das hier? Eine leere Bronzeflasche. Die kann auch mal weg. Die ist auch leer. Jo. Das kann nach da oben. Die Wunderkur kriegt Trick. So, letzter Wasserschlauch und dann können wir auch endlich los. Wo geht's lang? Wir wollen nach Süden, in die Stadt mit den vielen Elves. Oder besser gesagt, wir wollen in die Richtung gehen, weil da irgendwo die Orks sein sollen. Jedenfalls ist Gwendolyn der festen Meinung. Aber wissen nicht wirklich, was wir von dieser Vision von dem Auge halten sollen. Das andere hat sich als richtig erwiesen. Es hat uns ja etwas gesagt, was wir zwar eigentlich schon wissen, aber es war eine richtige Aussage. Na gut, hier geht's nach Skellalin. Okay. 10 Meter vorm Stadttor ruhen wir uns erstmal aus. Gwendolyn, Girogon. Girogon, na gut. Kräuter suchen direkt vor der Stadt ist keine angenehme Sache, also lassen wir das mal lieber. Und schlafen einfach durch. Ohne große Vorahnung löst sich über euch plötzlich ein Felsbrocken und rast in einer immer größer werdenden Lawine zum Tal. Ihr hechtet in die Deckung eines Überhangs. Der Weg hinter euch ist, zumindest für geraume Zeit, versperrt. Und dort, wo euch noch Augenblicke vorgestanden habt, türmen sich jetzt die Geröllmassen. Irks. Okay. Ja, kaum verlässt man die große Stadt, passiert das Unglück. Ah, vielleicht sollten wir doch jetzt nochmal jagen. Was die Wasservorräte angeht, das ist ja immer so ein Ding. Durchschlafen. Und hoffen, dass es nicht nochmal passiert. Wir finden einen günstigen Platz für die Jagd. Nein, wir reisen weiter. Ja, hier im Gebirge kommen wir nicht wirklich gut voran. Aber das müssen wir auch gar nicht. Wir sollten uns lieber ein wenig besser umschauen, ob wir hier irgendwie Spuren von den Orks finden. Also von einem Vorposten oder von... Oh, lasst uns doch mal die Karte rausholen, meint Mürrim. Ja, die Karte... Wenn ich es richtig deute, können wir versuchen, uns hier auf gut Glück durch die Büsche zu schlagen. Dann müssten wir irgendwie auf diesen Fluss stoßen. Es ist jetzt die Frage, was damit gemeint ist.
Was suchen unsere Helden gerade? Suchen sie einen Weg zur Dracheneiche? Die hatten wir ja schon gefunden auf einem anderen Weg. Also wir sind in der Nähe von der Grabstätte, wo Höglik war. Jedenfalls nehme ich das an, nach diesem ganzen Zickzacklaufen, das wir hinter uns haben. Und da will ich nicht unbedingt zurück. Also sagen wir einfach, wir setzen den Weg fort. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Ah, können wir hier nicht, oder? Nee, können wir nicht. Schade. Können wir vielleicht vom Inventar aus auf Spielstand zugreifen? Nein. Ich würde gerne nämlich auf die Karte gucken, ob man da irgendwo sehen kann, dass einmal die Ruine, wo Hügelig drin ist, verzeichnet ist und vielleicht noch irgendwo anders eine andere Ruine, die unsere Helden gesucht haben. Aber na gut, im Notfall laufen wir einfach von Skellelelen wieder zurück nach Norden und gehen den Weg dann lang. So, Mürre einmal jagen bitte. Wasser und Essbares. Immer mal wieder zwischendurch das Essbare auch wegwerfen. Denn sie essen sich ja satt an dem, was gefunden wird. Die Proviantpakete sind ja immer nur das, was überbleibt. So, ihr befindet euch jetzt zwischen dem eigentlichen Steineichenwald und seinem nördlichen Ausläufer. Und in einem Gebirge hat Sumpf eigentlich nichts verloren. Nichtsdestotrotz liegt vor euch eine mehrere Meilen durchmessende Ebene, auf der sich nur verkrüppelte Bäume aus einem trügerischen Boden erheben. Ihr seid schon mehrmals bis über die Knöchel eingesunken und es scheint noch schlimmer zu werden. Ah, hier wird bestimmt kein Außenposten der Orks sein. Also kehren wir lieber um und suchen einen anderen Weg. So sehr ihr auch sucht, ihr könnt keinen Weg um das Moor entdecken. Also bliebe euch nur die Möglichkeit, es doch durch den Sumpf zu versuchen oder vollständig umzukehren. Ah. Was machen wir jetzt? Wir könnten ganz zurück nach Vexkay reisen, dann am Fluss entlang unten rum und dann versuchen, von Skellelen nach Vexkay zu gehen. Aber das würde Wochen dauern. Dann müssen wir halt durch den Sumpf. Das Hochmoor scheint sich endlos dahin zu ziehen. Gwendolyn versinkt. Gwendolyn hat einen Kletterhaken verloren. Wenn das nicht ironisch ist. Noch besser wäre es gewesen, hätte sie ein Seil verloren. Aber ihre Hacke ist auch weg. Tirik versinkt auch plötzlich. Oh, Tirik hat einen Stiefel verloren. Und hat Arags Gift verloren. Gerogon sinkt auch ein. Oh weia. Starker Heiltrank ist weg. Wasserschlauch ist wieder weg. Kallen versinkt. Da können die ganzen Kräuter jetzt draufgehen. Ja, Belmartblatt ist weg. Wasserschlauch ist mal wieder weg. Stiefel sind weg. Und Talana versinkt. Oh, nicht gut, nicht gut. Aber sie hat nichts verloren. Uvala. Nach fast 8 Stunden erreicht ihr wieder trockenen Boden. Ihr seid vollkommen verdreckt und ausgelaugt bis auf die Knochen. Ihr wollt gerade umfallen und schlafen, als ihr in einiger Entfernung Lichtschein bemerkt. Ihr tappt auf das Licht zu, bereit, jeden Ork oder schmierigen Räuber die Gurgel umzudrehen, wenn er auch nur eine falsche Bewegung macht, als euch eine Stimme vom Feuer aus anruft. Heda, Sumpfschrate, auch schon da? Es ist eine Elfe, ungewöhnlich athletisch gebaut, gekleidet in eine verschlissene Lederrüstung, den Bogen und einen hässlichen Orkensäbel in Griffweite neben sich liegend. Auch sie ist ebenso wie ihr von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt. Über dem Feuer brät ein fettes Karnickel. Ich beobachte euch schon geraume Zeit. Ihr seid fremd hier in der Gegend, was? Naja, ich eigentlich auch. Olimone, mein Name. Mit langem E und aus Torval. Ich habe mich auch den ganzen Tag durch den Matsch gequält. Ihr wollt nach Vexkaya? Nein, eigentlich nicht. Na dann viel Spaß. Wenn sie euch da nicht bis auf die Unterwäsche ausplündern, dann bescheißen sie euch nach Strich und Faden. Ungewöhnlicher Ton für eine Elfe, meint ihr? Naja, so wird man halt, wenn man zu lange mit Verrückten durch die Lande zieht. Naja, das wird unseren Elfen wohl also auch noch blühen. Ihr plaudert noch eine ganze Weile, froh über diese unerwartete Gesellschaft. Aber schließlich übermannt euch der Schlaf. Als ihr am nächsten Morgen aufwacht, fühlt ihr euch wundersam gestärkt. Offensichtlich war das Kaninchen nicht nur mit Küchenkräutern gewürzt. Die seltsame Elfe vom Vorabend ist verschwunden. Aber im Rucksack von Mürrem steckt ein Pergament. Passt auf, wenn ihr von Vexkay aus weitermarschiert. Im Nordwesten der Stadt sammeln sich die Orks hinter grünen Wäldern. Ha.
Nein, im Nordosten der Stadt sammeln sich die Orks. Hinter Grünwelden ist, zumindest für Kinder wie euch, die Welt zu Ende. Und die Bodierstraße ist auch nicht mehr das, was sie mal war. An einigen Stellen ist der Bodier so heftig über die Ufer getreten, dass man stundenlang durch ein Schilfmeer wartet. Damit ihr nicht ganz hilflos seid, habe ich euch ein Rezept gegen kleinere Wehwehchen sowie Ogerhiebe aufgeschrieben. Vielleicht sieht man sich ja mal in Torval. Olimone. Das war doch mal nett. Also nicht, dass wir die ganzen Sachen verloren haben, aber dass sie uns diesen Ratschlag gegeben hat. Das heißt, irgendwo hier im Nordwesten sammeln sie sich. Ja, das wissen wir soweit auch schon, oder haben wir uns zumindest gedacht. Nur wo genau? Das ist ja der Haken. Und das konnte sie uns leider auch nicht sagen. Also, Wachen aufstellen wie gehabt. Nehmen wir mal ganz kurz Bestand auf. Wir haben jede Menge Wasserschläuche verloren. Wir haben anscheinend doch nur ein Belmatblatt verloren, nicht den ganzen Stapel. Und sonst haben wir auch eigentlich kaum etwas Wichtiges, das wir nicht unbedingt behalten müssten. Also es wäre schade um die Totenkopfgürtel, um die Ringe, vielleicht noch die Rezepte, obwohl wir die bestimmt auch später neu bekommen könnten. Ja, das meiste könnten wir verlieren, ohne großartig darüber zu jammern. So, Wache hatten wir aufgestellt. Gehen wir noch kurz auf Wassersuche. Möglichst kein Brackwasser. Und schlafen dann gleich nochmal. Wir sehen Karene. Wollen wir aber nicht jagen. Wir wollen weiterziehen. Wir wollen hier durch das Gebirge. Auf einer kleinen Lichtung vor euch könnt ihr ein kleines Holzhaus erkennen. Als ihr euch nähert, fallen euch sofort die Schnitzereien neben der Eingangstür auf. Ein Mann, gekleidet in Eisbärfellen, bewaffnet mit einem Bogen. Mitten in der Wildnis des Orkslandes steht ihr vor einem Firon-Tempel. Da zollen wir doch gleich mal. Ihr betretet den Firon-Tempel. Ja, da spenden wir doch gleich mal. Wir spenden... Wir haben nur noch 133 Dukaten. Oh weia. Na gut, wir spenden trotzdem 50 Dukaten. Ihr verlasst den Tempel und entscheidet euch, hier auf der Lichtung zu rasten. Na, stimmt, ist doch schon ein wenig spät. Aber ja, wenn man schon mal so einen abseits gelegenen Tempel findet, dann sollte man auch gleich etwas spenden. Und wir suchen auch mal wieder Kräuter, das haben wir lange nicht gemacht. Finden auch zwei Wirselkräuter, sehr schön. Schlafen. Oh, Waldlöwen. Komm schon, Tyrik, rette die Elfe. Auch wenn die wahrscheinlich gleich alleine mit dem Löwen fertig wird. Ah, nicht ganz. Du, geh mal daran. Am besten noch einen weiter, damit Tyrik da sonst noch hinkommt. Ein Waldlöwe trifft sich selbst. So, Tyrik, rauf da. Schöner Schlag. Ah, trotzdem nicht genug. Das war aber genug. Du guckst dir das ganze Schauspiel einfach mal von Weitem an. Das wird eh nicht mehr lange dauern. Genau, 6 Abenteuerpunkte. Wir reisen weiter und stehen jetzt vor dem großen Gebirge. Hier müssen wir jetzt noch mehr auf Steinschlag und dergleichen achten. Und auf Überfälle. Denn gerade in einem Gebirge kann man sich da sehr leicht übertölpeln lassen. Wir finden Wasser, wir finden was Essbares. Haben schon wieder viel zu viel Proviant. So. Oh, am Wegesrand erkennt ihr eine alte Feuerstelle. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Vielleicht könnte man hier auch ein paar Kräuter sammeln. Ah, na gut, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Jallen, such mal 8 Stunden lang. Eine Alraune. Aber ja, es sieht fast so aus, als hätten wir doch vorhin den Weg nehmen müssen. Aber wir sollten trotzdem zu Ende gehen. Nicht, dass irgendwo hier das Lager ist und wir dann später nochmal durchreisen müssen. Was haben wir hier jetzt? Es ist nicht zu übersehen, dass diese Spur von einem sehr großen und sehr schweren Tier stammt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Wollnashorn. Im Lauf der nächsten Stunden könnt ihr das Tier mehrmals in der Ferne erblicken.
Es gelingt euch jedoch nicht, in eine günstige Jagdposition zu kommen. Schließlich endet die Jagd in einer Felsklippe. Das Nashorn scheint unschlüssig zu sein, wie es jetzt weiterkommen soll. Aber es scheint eure Nähe zu spüren, wendet sich um und rast auf euch zu. Noch ehe ihr reagieren könnt, brischt das Tier zwischen euch hindurch und verschwindet im Wald. Wir verfolgen das Tier mal weiter. Ihr könnt zwar deutlich die Spur erkennen, die das riesige Tier hinterlassen hat, aber das Nashorn bleibt verschwunden. Nach 2 Stunden vergeblicher Suche brecht ihr die Jagd ab und kehrt auf den Weg zurück. Schade, so ein seltenes Tier hätte bestimmt 1-2 Dukaten gebracht, die wir gerade bitter nötig haben. Also sollten wir jetzt nochmal neue Zaubertränke und dergleichen kaufen müssen, dann stehen wir nicht besonders gut da. Wir könnten wahrscheinlich nur einen Zaubertrank kaufen oder 2. Das ist dann doch ein wenig. Oh, 3 Grünmannblätter, 2 Tanelen, 2 Einbeeren. Schöne Sache. Oh, und Orks. Das ist doch ein gutes Zeichen. Wo 4 sind, sind auch 400. Immer so ähnlich. Wenn wir Glück haben. Oder Pech, je nachdem, wie man sehen will. Du weg. Du daran. So, du stehst schon mal sehr gut. Kannst den gleich anschießen. Leider nicht abschießen. Du stellst dich dem Ork in den Weg. Und greifst doch gleich an. So, jetzt müsste der schon mal... Oh, nicht getroffen. Schade. Na gut, du hau den. Du wartest ab. Einer flieht. Sehr schön. Du wartest ab. Du machst mal einen Schritt zur Seite und schießt auf den. So, ja, das wird nicht mehr lange dauern. Du kannst nicht über das Feuer schießen, also läufst du mal dahin. Wartest ab. Haust drauf. Haust drauf. Und das war's auch schon. Den werden wir wohl nicht mehr erwischen. Nö. Wir haben Silberschmuck und jedweige Waffen. Die lassen wir auf mal liegen. 3 Dukaten können wir gebrauchen. 6 Abenteuerpunkte auch. Denn ich würde gerne gleich mal abspeichern. Hier endet der gangbare Weg, der ohnehin nie ein richtiger Weg war, vor einer steilen Felswand. Sicherlich 40 Schritt Höhe sind hier zu überwinden, aber zum Glück gibt es einen kleinen Vorsprung auf halber Höhe, auf dem ihr ausruhen könnt. Ja, komm, das versuchen wir doch mal. Von da oben hätten wir bestimmt eine gute Aussicht. Unter großen Mühen erreicht ihr endlich das Plateau. Am Wegesrand erkennt ihr eine einladende Lichtung. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Und da es eh abends ist, rasten wir einfach mal. Wachen aufstellen. Gwendolyn, geh rüber. Tirek. Ah, nur Trinken gefunden. Na gut. Kräuter. Ja. Wenigstens ein paar. Weiterreisen. Wir könnten wieder Karene jagen, aber das wollen wir nicht. Hoch über euch könnt ihr den Eingang einer Höhle erkennen, die offensichtlich über einen ausgetretenen Bergpfad zu erreichen ist. Ihr klettert den Hang hinauf, um zu erkunden, ob euch niemand von hier aus in den Rücken fallen kann. Ihr steht vor einer Höhle, die Spuren von Bewohnern zeigt. Oh, dann sind wir vielleicht doch richtig. Die Höhle erkunden wir doch mal. Und werden sofort angegriffen. Und von Orks, ja. Dann hat das schwarze Auge uns wohl hierher geführt. Sehr, sehr schön. Die 2 sollten wir jetzt relativ schnell erledigen. Denn das sieht mir hier aus, als wenn gleich Verstärkung kommen würde. Oh, und Tirek pariert den Schlag und schlägt gleich mit 15 Trefferpunkten zurück. So muss das sein. Warten. Nee. Läufst mal dem entgegen. Du würdest auch nur überall im Weg stehen. Du deckst mal diesen Eingang ab. Wartest. Ah. Hier steht Gwendolyn im Weg. Okay, du rauf da, komm schon. Mist.
Okay, laufen hier ran. Du holst jetzt nochmal schön aus. Genau, so macht man das. Du deckst weiter die Tür. Du gehst da jetzt rum. Piekst dem in die Seite. Nee. Aber anscheinend kommt keine Verstärkung. Jedenfalls noch nicht. Tirek, lauf mal auf halbem Weg da so hin. Komm schon, Jallen. Ah, zäher Bursche. Du wartest ab, du wartest ab, du wartest ab. Du schießt. 7 Trefferpunkte, der steht immer noch. Oh. Da scheinen jetzt richtige Orks zu sein. Wir haben 2 Streitkolben, 1 Schild, 2 Schilde und 2 Lederhelme. Nein. Aber 6 Abenteuerpunkte. So, das wird definitiv die Höhle sein, die der Schwarze Aue gemeint hat. Also speichern wir jetzt ab. Speichern. 89. Und wir sehen uns gleich wieder.